Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 10. Ich habe, als ich rausgegangen bin beim Ivan einen Schritt, wurde ich dann angegriffen von diesen Bogenschützen, zwei von den Vieren, und nachdem ich die getötet habe, ist dieser Brief gedroppt. Und ich will jetzt nicht in die Stadt reingehen, deswegen mache ich frühzeitig schon das nächste Video, weil ich will euch natürlich zeigen hier, was hier passiert ist mit dem Brief. Der Brief ist einer eleganten Schrift. Ist in einer eleganten Schrift verfasst und verrät hohe Bildung. Er ist nicht unterzeichnet, also wir wissen noch nicht, von wem er ist. Ivan, mir ist zu Ohren gekommen, dass kürzlich einige Schatzjäger in Sopigal angekommen sind und ihre Nase in unsere Angelegenheiten gesteckt haben. Unser Versteck im Schattenwald ist nicht mehr sicher. Ja, das haben wir schon aufgeräuchert. Wir müssen unsere Pläne ändern und ohne weitere Verzögerung Port Meron angreifen, bevor dieser imperiale Köder morgen durchschaut. Womit er es zu tun hat, mit diesen Schnüffelnasen befassen wir uns später. Ja, hättet ihr euch mal direkt mit uns befasst. Wir haben immer noch einen goldenen Schlüssel, den wir da sehr wahrscheinlich brauchen, noch in der Burg. Die Asche, Bruchstück 1 der Steinscheibe. Karite, Oliate, Hinweise. Ah, von den Obelisken. Sehr schön, da haben wir jetzt beide. Eure Reise beginnt vor den Toren von Seehaven, war das erste. Und das zweite war, jetzt geht 9 Schritte in Richtung grausames Meer. Und wir werden, nachdem wir alles repariert und verkauft haben und ein paar Tränke, werden wir natürlich auch die Quest beenden. Das wollte ich euch ja auch zeigen. Deswegen schon frühzeitig wieder aufgenommen. Things are quiet here. All is in harmony. Hallihallo, einmal Reparatur bitte. 50, das heißt also 25 pro Waffe, die kaputt ist. So, ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, ja, verkaufen. Fragt uns nochmal, obwohl das ein guter Gegenstand war. Finde ich ganz gut, die Sicherung. Ja, und den Speer müssen wir auch verkaufen, weil wir leider keinen haben, der den nutzen kann. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Geld bekommen. Und wir können mal gucken, ob wir hier einen schöneren Dolch finden. 1380. Wir könnten uns natürlich auch diesen Megatrank holen. Ja, das machen wir aber erstmal nicht. Raus hier. Da gab es ja für 7000 irgendwie so einen fetten Trank. Beenden wir erstmal die Quest hier. Hallihallöchen. Wir können die noch gar nicht hier beenden. Wo müssen wir denn hin? Finde den Statthalter. Ah, der ist immer noch da drin, ne? Ja, dann müssen wir erst die Burg noch zu Ende machen. Ronda zum Experten gemacht in der Rüstung. Okay, das sollte es eigentlich sein. Dann müssen wir noch ein paar Heiltränke kaufen. Oder besser gesagt, ein paar Zaubertränke. Das Gute ist, ich kann mir sehr wahrscheinlich jetzt die ganzen Buffs holen draußen. Die dürften wieder aktiv sein. Magische Fuki, sehr schön. Ja, steigen wir doch direkt mal auf. Und können auch die Waffe neu ausrüsten, ne? Sehr schön. Stammesstab. 16% kritischer Schaden Magie. Können wir das hier verkaufen? Stufe Anfänger, bla bla bla. So, wird das verkauft.
Kleiner Heiltrank, den kaufen wir. Und zwar alle. Gegengift kaufen wir auch alle. Ja, das war dieses Stärke-Elixier. 7549 kostet das aber. Hier ist noch mehr Gegengift. Wollen wir auch alle haben. Kleiner Heiltrank. Wir haben da 34 noch von. Ja, komm, wir kaufen sie trotzdem. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt raus und reingehe? Sind die Tränke dann neu da? Dann würde ich nämlich noch ein paar Mana-Tränke kaufen. Nee, sind nicht neu da. Schade. Würde ich sagen, nimmst du ab jetzt die mittleren. Und die kleinen nimmt sie. Hatten wir noch irgendwas, was wir upgraden müssen? Da sind wir jetzt Experte. Dunkelmagie finden wir einfach nicht. Ausdauer kennen wir auch noch nicht. Das ist echt blöd. Zwei Sachen hochgemacht bei ihm, die wir einfach noch gar nicht kennen. Genau hier Ausweichen hochgemacht. Rüstung ist Experte. Okidoki. Nö, dann können wir nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, schlafen wir einmal hier richtig. Rasten. Und wir kaufen uns das richtige Proviant, aber... draußen bei dem fahrenden Händler. Bei der nämlich 9 Nahrung hat. Die Ladezeiten sind schon ganz schön übel, finde ich. With weather like this, I should have taken the day off. 10, 15 Sekunden. Das könnte ruhig schneller gehen. So, holen wir uns alle Buffs. Nichts geschieht. Warum? Das verstehe ich nicht. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. Der ist auch nicht am Leuchten. Braucht man gar nicht hinzugehen. Also irgendwie gehen die nicht mehr. Aber da der Glück geht, glaube ich. Den holen wir uns. Vorher holen wir uns hier aber ein bisschen Proviant. Proviant hätten wir gerne. Oh ja, und wir hätten auch gerne noch deine Tränke. Ha! Ja, noch mehr davon brauchen wir eigentlich nicht, aber... kaufen sie mal. Man kann nicht genug davon haben. Wasser fließt frei. So, das reicht. Wieder rein in die Burg. Bis in die dritte Etage hoch. Loch durch. Und ab in die nächste. Moment, wo müssen wir hier hin? Die Tür ist noch zu gewesen, also rechts rum. Nein! Oh Gott! Ich bin ans R gekommen. Ich wollte eh für nach rechts.
Ja, das war natürlich jetzt eine Verschwendung. So, goldener Schlüssel. Da unten waren wir noch nicht. Da war noch. Nee, da ist jetzt nicht mehr zu. Löschen. Da hatten wir diesen Kampf gehabt. Aber jetzt sehen wir, dass hier irgendwie was auf ist. Wir sollten uns das dann nochmal genauer anschauen gleich. Aber wir gehen erstmal hier rüber. Geht noch nicht auf. Also da müssten eigentlich noch zwei Bogenschützen irgendwo sein. Great! I needed to hit something. Ja, ich würde sagen, ich lasse die an mich rankommen, damit ich hier nicht das Problem habe. Oder besser, wir schützen. Ah, das war ja klar. Ich bin so dämlich. Super. Aber Schwein gehabt. Zack. Ah, allmählich ist die Truppe ganz schön stark. Sehr cool. Sehr cool. Wir haben einen goldenen Schlüssel zum Öffnen dieser Tür. Ui, das war mein Magen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Mönchsandal. Alles nehmen. Powerful. Ja, powerful finde ich gut. Identifizieren wir doch direkt mal. Das können wir verkaufen. Heiltränke. Also auf jeden Fall behältst du die hier. Die sind super. Die heiligen Sandalen. Wie sieht das bei dir aus? Stiefel 2 normal. Die können wir mal tauschen gegen die hier. Weil die nochmal zusätzlich Luftwiderstand machen. Luft 5. Okay. Und auch die Handschuhe. So. Das ist nochmal ein bisschen mehr Schutz. Das sind Standardsachen, die werden verkauft. Mal die Fähigkeit an, nicht, dass wir hier irgendwo Eingänge haben. Sieht aber nicht danach aus. Hier scheint auch nichts zu sein. Obwohl das hier auf der Map ein bisschen weiß angezeigt ist an der Stelle. Da scheint aber nichts zu sein. Und da hinten habe ich noch eins vergessen. Keine Gegner da. Oh. Quicksave. Wer bist du? Was machst du? Hallihallo. John Morgan. Okay, er greift mich nicht direkt an. Dann schauen wir uns erstmal weiter um. I feel stronger, but... My skill is improving. Achievement. Too soon, I might add. Thank you, Raiders. Maximus told me you had potential, but I wasn't expecting to witness it firsthand. But I propose we continue this conversation in a more comfortable part of the castle. Follow me.
Das Schicksal hat euch zur rechten Zeit nach Port Marion geführt, Freunde. Ihr habt nicht nur mich gerettet, dank eurer Taten ist auch meine Tochter außer Gefahr. Allein dafür stehe ich auf ewig in eurer Schuld. Sehr schön. Was mich daran erinnert, dass wir einander noch nicht vorgestellt haben. Ich bin John Morgan, Barongemahl von Wertheim und neuer Statthalter der Aegean-Halbinsel. Die Einheimischen wissen, wie man eine Begrüßungsfeier ausrichtet, nicht wahr? Einer der Banditen hatte einen Brief bei sich. Ja. Die Imperatorin hat mich gewarnt, dass die Lage hier schlimm ist, sei, aber sie ist sogar noch schlimmer, als ich dachte. Es sind nicht nur Banditen, sie sind organisiert, dreist und scheinen einen größeren Plan für die Halbinsel zu folgen. Ich muss herausfinden, wer hinter diesem Angriff steckt. Einmal sind sie bereits gescheitert, aber das wird ihre Entschlossenheit nur noch stärken. Augen und Ohren, jetzt kann ich nicht mehr nach dem Auftrag, nach dem Angriff fragen, das finde ich blöd. Ich werde ganz direkt sein. Mir stehen nur eine Handvoll Männer zur Verfügung, um den Frieden zu bewahren. Kartal hat die Tore geschlossen und steht allen Anschein nach kurz davor, seine Unabhängigkeit zu verkünden. Und ich weiß nicht einmal, wer überhaupt unser Gegner ist. Ich brauche Leute wie euch, die mir Augen und Ohren ersetzen. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Als offiziellen Vertreter des Imperiums sind mir die Hände gebunden. Wenn ich Truppen einsetze, werden das unsere Nachbarn als militärischen Eingriff betrachten. Ihr jedoch seid nur Schatzjäger und habt keine Bindung zum Imperium. Ich bitte euch nur darum, dass ihr tut, was ihr immer tut. Erforscht die Halbinsel, redet mit den Leuten, folgt eurem Instinkt. Ich verlange nicht, dass ihr unnötige Risiken eingeht, aber haltet mich über alles auf dem Laufenden, was ihr auf euren Reisen entdeckt und das uns dabei helfen könnte, den Drahtzieher hinter diesen Angriffen zu identifizieren. Ihr erweist mir einen großen Dienst, Freunde. Diese Hunde greifen nicht nur das Imperium an, sie haben auch schon Abgesandte aus Irolan und den sieben Städten überfallen. Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass König Vaniel von den Elfen nicht sonderlich erbaut ist. Lev. Die Türen öffnen sich plötzlich und die Prätorianer eilen herbei, um den Statthalter zu verteidigen. Erst als sie den Neuankömmling erkennen, entspannen sie sich. My Lord, ist alles in Ordnung? Ich habe bei meiner Landung Spuren einer Schlacht entdeckt. Willkommen zurück, Lev. Dank der rechtzeitigen Einmischung dieser Abenteurer sind wir in Sicherheit. Die Banditen haben während eurer Abwesenheit einen Großangriff unternommen. Freunde, das hier ist Lev, unser Kundschafter und Greifner. Ich verstehe. Unglücklicherweise werden euch die Neuigkeiten nicht trösten, die ich euch bringe. Ich habe meinen Befehlen entsprechend die Schmiede der Elemente überflogen und tatsächlich scheint die Gegend von einer unbekannten Gruppe übernommen worden zu sein, wie ihr bereits vermutet habt. Ihre Statur und Bewegung nach zu urteilen sind es Elfen. Sie haben mich mit Pfeilen beschossen und sich dann schnell in die Schmiede zurückgezogen, als ich einen zweiten Überflug versucht habe, so dass ich nicht viel erkennen konnte. Es tut mir leid, mein Lord. Ha! We're here to help. Ha! Wenn man vom Gesichtlosen spricht, taucht sein Schatten auf. Als hätten wir mit den Banditen nicht schon genug zu tun, müssen wir uns jetzt auch mit feindseligen Elfen herumschlagen? Hat Vaniel beschlossen, für die Angriffe auf sein Volk Vergeltung zu üben? Tatsächlich sind die Elfen schon seit einigen Jahren äußerst gereizt, vor allem nach dem, was ihre Mutter der Bäume widerfahren ist. Schatzjäger, ihr müsst dem auf den Grund gehen. Levs Greife werden euch zur Schmiede der Elemente bringen, damit ihr Nachforschungen anstellen könnt. Level up! Thank you! Wieso? Achso, das ist da drüber, Arax. Verstehe. So, 4 Punkte. Du triffst immer noch nicht richtig. Das stört mich. Das gestört mich ungemein. Deswegen, obwohl du auch mehr Geist brauchst. Aber du musst endlich mal treffen, Kerl. Das ist ja schlimm. Das ist echt schlimm. Ein Rüstungsschutz nur, was ist das denn? Was hat er denn da angehabt? Nicht aufgepasst. So, die haben alle Zweier an. Sehr gut. Wir könnten die Axt erhöhen. Angriffswert. Ja, der soll treffen. Der muss treffen. So, und er kann da jetzt auch schon Meister drin werden. Hervorragend. Speichern wir. So, nehmen wir es. So, also in der Hauptstory sind wir schon mal weitergekommen. Das ist schon mal gut.
Können wir da jetzt trotzdem rein? Ah, das ist er wahrscheinlich hier, ne? Thronsaal betreten. Können wir da dann drin was machen? I'm happy to see you again, my friend. What news do you bring? Oh, und er hat neue Aufträge auch noch für uns. Beförderung zum Paladin. We're here to help. Ihr wollt also ein Paladin Elras werden. Als amtierender Statthalter der Ägäenhalbinsel und Paladin kann ich euch in den Orden einführen. Doch zuerst wollen wir feststellen, ob ihr diesen Titel auch würdig seid. Nicht weit von hier liegen die Ruinen eines alten Shantiri-Dorfes. In diesen Ruinen spukt es bekanntermaßen. Im Laufe der Jahre haben viele Priester und Inquisitoren versucht, die Ruinen mit einem Exorzismus von den Geistern zu befreien, doch ohne Erfolg. Die Geister sind immer zurückgekehrt, daher glaubt man allgemein, dass die Ruinen verflucht seien. Ihr müsst einen Weg finden, die in den Ruinen spukenden Geister ein für allemal zu besänftigen. Wenn euch das gelingt, habt ihr euch den Titel Paladin redlich verdient. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? Meister mit dem Schwert. Oha. Sehr gut. Das müssen wir uns merken. Da muss gleich Rhonda mal hin. Again, ein bisschen Klatsch. Meine Tochter Anne, das ist wohl die hier, ist mein größter Schatz, mein Stolz und meine Freunde. Warum nehme ich sie also mit an einen so gefährlichen Ort, fragt ihr? Tja, tatsächlich habe ich das auch nicht getan. Ich habe ihr unmissverständlich aufgetragen, in Wertheim bei ihrer Mutter zu bleiben. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich auf einem der Handelskarren versteckt. So ist Anne eben. Sie kann dem Lockruf des Abenteuers einfach nicht widerstehen. Er lächelt. Anscheinend ist sie nach ihrem Großvater geraten. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? Anne, Hallihallöchen. Oh Gott, der Zirkus. Ich erinnere mich. Was war das? Sechster Teil oder so? Ich glaube ja. Ihr seid Abenteurer, ich wusste es. Wie ist das so? Ich will alles wissen. Ganz neugierig. Sie will Abenteuer erleben und nicht hier rumhantieren. Ich habe gehört, dass der Zirkus des Mondes im Osten von hier sein Zelt aufgeschlagen hat. Da gibt es einen jonglierenden Tiermenschen mit vier Armen und einem Burschen, der Schwerter verspeisen kann. Das muss ich unbedingt sehen. Könnt ihr mich hinbringen? Bitte, 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 bitte. Und was fällt euch ein, junge Dame? Belästigt unsere Besucher nicht. Murmelt und zieht einen Schmollmund. Ja, Vater. Okay, das geht vielleicht später noch, die Quest. Wenn ich mal groß bin, werde ich auch Abenteurer. Ich will die ganze Welt sehen. Ich will wissen, was hinter den verschleierten Süden liegt und in den unbekannten Osten reisen. Ich will mit den Orks von Rana auf den großen Auerochsen reiten und die Elefanten an den Küsten des Jademeers und die Feuerriesen des Nordens sehen. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, mein ganzes Leben lang in Wertheim zu bleiben. Ich bin meinem Großvater erst ein paar Mal begegnet. Aber er gefällt mir. Nicht einmal seine Augenklappe macht mir Angst. Vater redet nie darüber, aber ich bin ziemlich sicher, dass Opa ein Pirat ist. Das ist doch toll, oder? Zu meinem Geburtstag hat er mir sogar eine Streitaxt geschenkt. Aber Vater lässt mich nicht damit spielen. Ja, damit solltest du auch nicht spielen. Er sagt, ich sei noch zu jung. Bin ich gar nicht. Ich bin schon fast 9. Boah, bist du krass, Alter. Meister mit dem Schild. Okay, Meister Schild und Schwert, das muss ich mir merken. Danke dafür, dass ihr dem Statthalter geholfen habt. Aber ich behalte euch trotzdem im Auge. Nehmt es nicht persönlich, das gehört zu meinen Pflichten. Ein Prätorianer des Imperiums zu sein, ist eine Ehre, die nur einigen wenigen zuteil wird. Nur eine Handvoll Wächter wird ausgewählt, um einmal im Jahr am Elras-Tag Prätorianer zu werden. Wir müssen einen heiligen Eid vor Elras selbst schwören und geloben, uns zu opfern, falls es die Pflicht erfordert. Solange ich lebe, wird dem Statthalter und seiner Familie kein Leid geschehen. Hätte mir Lord Morgan nicht befohlen, die junge Herrin bei dem Angriff der Banditen in Sicherheit zu bringen, hätte ich diese Hunde selbst getötet. Okay. Meister Schild und Schwert. Das müssen wir uns aufschreiben. Schild. Mai. Schwert. Mai. So. Annehmen. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.